Hallo liebe Schachfreunde, wer kennt ihn nicht, den internationalen Meister Soleides, besser bekannt als The Big Greek. Ein sehr bekannter Streamer und YouTuber, er veranstaltet auch Turniere und ich hatte das Vergnügen, an einem solcher Turniere teilzunehmen und gegen ihn spielen zu dürfen. Es war ein Blitzschachturnier natürlich, 4 Minuten Bedenkzeit für jeden. Allerdings hat er in allen seinen Partien nur 2 Minuten Bedenkzeit genommen. Das ist dann so eine Regelung, dass wenn man mit weniger Bedenkzeit gewinnt, man mehr Punkte erhält. Und es war ein Thematurnier. Es ging hier um eine spezielle Öffnung, nämlich dass ich zeige schon mal Flügelgambit im Sizilianischen. Der Schachtherapeut hatte die Eröffnung kurz vorher ein bisschen durchgespielt und dann mussten alle Partien mit dieser Eröffnung, die ihr hier seht, beginnen. So, also für den Krieg hatte hier Weiß 2 Minuten, ich hatte 4 Minuten und ich zeige euch jetzt die interessante Partie. So, es kommt mehr oder minder hier eine der Hauptvarianten. Man nimmt diesen Bauern, entwickelt die Figuren. Ja, und jetzt probiert Weiß natürlich hier diesen Bauern tatsächlich zu opfern. Nach diesen Zügen ist es geschehen und jetzt sehen wir in den nächsten Zügen, was passiert. Weiß hat einen Bauern zwar weniger, aber hat hier natürlich ein ganz starkes Zentrum. Auch noch die Turmlinie, die offen ist, hat damit ein gewisses Gegenspiel und ja, wenn man sich nicht so ganz auskennt, kann man hier auch als Schwarzer schnell reinfallen, aber vorher wurden ja so ein paar Varianten gezeigt und dann habe ich hier, glaube ich, mich ganz gut gehalten aus der Öffnung. So, weiter geht's. Man nimmt hier einmal weg und nun ist eigentlich D5 hier noch ein bisschen besserer Gegenstoß im Zentrum, aber auch D6 ist ein vernünftiger Zug. Weiter geht's. Läufer nach B5, ja. Droht unmittelbar hier mit dem Bauernvorstoß, denn der Springer ist hier fesselt. Läufer D7 und Rochade, Springer F6. Ganz normale Entwicklungszüge, die hier beide Seiten machen. Und so eine spannende Stellung. So, Turm E1 bereitet diesen Vorstoß mit dem Bauern vor, der jetzt auch kommt. Und dieser Zug ist hier nicht ganz so gut, er ist ein bisschen früh und nach der Partie konnte man sich den Stream dann nochmal anschauen und genau, er hat die Partie natürlich alle live kommentiert und da sagte er, Mensch, da habe ich aber E5 zu früh gespielt. Ja, und das ist wohl auch so. Einmal wegnehmen und Springer nach E8. Ja, jetzt ist der Bauer hier so ein bisschen vereinzelt. Ja, man hätte vielleicht erst die Figuren entwickeln können und weiter geht's, Läufer B2, auch das ein ganz logischer und normaler Zug. Läufer G4 fesselt jetzt den Springer und natürlich war ich bestrebt, hier möglichst viele Figuren zu tauschen. Auch die Damen stehen sich gegenüber. Es ist ja immer so, wenn man einen Bauern mehr hat, soll man ja möglichst probieren, die Steine zu tauschen, um ins Endspiel zu kommen. Nun, er weicht dem natürlich aus. Jetzt aber Dame B6, schon wieder stehen sich hier die Damen gegenüber. Ja, es wird wohl doch zum Damentausch kommen. Der Springer muss natürlich auch nochmal überlegen, was er macht. Den deckt er jetzt natürlich. Ja, und nun der Zug Springer nach C7. Der Springer will wieder ins Spiel kommen, zum Beispiel über D5 später einmal, aber auch über E6 wäre möglich. Im Moment greift er einfach nur den Läufer an. Ja, und der muss sich jetzt entscheiden, was er macht. Der ist ja zweimal angegriffen. Und natürlich muss man jetzt hier wohl, oder kann man hier auf C6 wegnehmen. So, ich habe jetzt tatsächlich die Damen getauscht. Einfacher oder noch ein Ticken besser wäre es gewesen, den Läufer einfach mit dem Bauern zurückzunehmen. Das habe ich jetzt gemacht. So, die Stellung hat sich vereinfacht. Schwarz hat weiterhin hier einen Bauern mehr. Springer nach D4. Ich muss mal gucken. Ja, hier werde ich dann auch mal die Bedenkzeit ansagen. Die ist ja auch sehr spannend bei so wenig Material. Ja, und hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht.
Richtig wäre gewesen, den Läufer nach D7 zurückzuziehen, damit er den Bauern deckt. Aber ich dachte, Läufer E6 geht ja auch, denn wenn er den schlägt, hängt ja sein Springer. Tja, tatsächlich hat er genauso gedacht, aber es wäre ganz einfach, Springer schlägt C6 jetzt der richtige Zug gewesen. Danach ist die Partie wieder völlig ausgeglichen, denn wenn ich dann den Springer hier nehme mit meinem Läufer, dann könnte er ja auch eine Figur schlagen mit Schach, ja, und das wäre also auf jeden Fall günstig für ihn gewesen, hier den Bauern zurückzugewinnen. Dann wäre die Stellung völlig ausgeglichen gewesen. So, das hat er aber in der Schnelle nicht gesehen, hat Springer A5 gemacht. Und ich verschaffe mir jetzt ein Luftloch mittels erstmal Läufer B4 noch. Entschuldigung, jetzt war ich einmal zu weit geraten. Läufer B4, wieder ein Doppelangriff auf Ringer und Turm, wieder die Idee, Material abzutauschen. So, jetzt rette ich den nochmal. Springer geht nach C6. Ja, und der andere Springer kommt jetzt auf ein schönes Feld ins Zentrum. Schlagen, schlagen. Springer geht nach C6. Und jetzt vielleicht nicht der beste Zug, ich habe da was übersehen gehabt, aber es ergibt sich immer noch ein sehr gutes Endspiel für Schwarz. Bauer A5, denn jetzt gibt man den Bauern praktisch zurück. So kam es dann auch, Turm schlägt, Springer schlägt und jetzt mache ich hier das Luftloch. So, und in der Stelle will ich mal kurz innehalten. Jetzt haben wir hier ein Endspiel. Man würde erstmal meinen, völlig ausgeglichen. The Big League sagte auch dann, ich habe mir das hier angeguckt, er steht jetzt einfach nur schlecht in diesem Endspiel. Tatsächlich, der Computer gibt das auch her. Er sagt hier so ungefähr 2 Bauerneinheiten ist der Vorteil oder 1,5 von Schwarz. Das liegt einfach daran, dass der Freibauer hier doch relativ stark ist. Bedenkzeit ist hier auch noch wichtig. Beide hatten so ziemlich genau die Hälfte ihrer Zeit verbraucht. Das heißt, der Krieg hatte jetzt noch 1 Minute und ich hatte 2 Minuten. Ja? Und man braucht schon einen Zeitvorsprung, wenn es wirklich hart auf hart kommt, denn der kann wahnsinnig schnell ziehen. Ja, also unglaublich. So, H3 verschafft sich jetzt auch ein Luftloch. Etwas besser wäre gewesen, hier den Springer wieder nach C6 zurückzustellen. Aber man muss bedenken, bei so wenig Bedenkzeit, ja, da ist es glaube ich schon ganz gut, was hier die beiden hier spielen. Also wir beide hier spielen. So, Turm A8 greift den Springer an. Ja, hier wäre jetzt der beste Zug gewesen, auch wieder den Springer nach C6, ja, mit der Idee, den gegebenenfalls da. Wieder zurückzuziehen, retten zu können und B4 anzugreifen. Ja, und hier macht er jetzt schon den entscheidenden Fehler, nämlich Springer C4. Die Idee besteht darin, dass der Läufer den ja angreift und ich dachte mir jetzt, naja, ziehst du mal den Turm nach C8, ja, dann hast du genau diese Idee, aber das war eigentlich zu langsam. So, ich will aber trotzdem nicht den besten Zug zeigen, der kommt irgendwie ein Zug später. Der wäre hier auch schon gegangen. Also gucken wir uns das an. Turm C8. Ja, nun wäre das Einzige, was noch so einigermaßen ausgeglichen ist, wohl der Springerrückzug nach E3 gewesen. Ja, dann kann man hier abtauschen. Und der Freibauer ist sicherlich auch schon nicht so schlecht. So, er machte hier aber den Fehler G4. Hat hier vielleicht noch so 40 Sekunden oder so Zeit. Ne? Ja, und jetzt kommt also der Zug, der schon einen Zug vorher gegangen wäre. Ihr könnt ja kurz anhalten und gucken, ob ihr den Zug findet. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal, es ist der Springerzug nach F4. Jetzt ist dieser Springer natürlich zweimal angegriffen, muss also irgendwie ziehen, ne? Würde man denken. Aber der Springer selber hier droht auch noch über E2. Tja, und nun gibt es tatsächlich nichts mehr, auch keinen Gegenangriff, was man vielleicht noch überlegen könnte, geht gar nichts mehr.
Er zog jetzt noch Springer D6 und nach Turm schlägt Turm, Läufer schlägt Turm, Springer E2, Schach hat er dann aufgegeben. Mich hat es gefreut. Man gewinnt ja nicht jeden Tag gegen einen internationalen Meister, auch wenn die Bedenkzeit mit 4 und 2 Minuten, naja, ein bisschen verschieden war natürlich, macht natürlich was aus. Ich will noch sagen, wie das Turnier ausgegangen ist. 93 Teilnehmer gab es, rund die Hälfte, glaube ich, hat hier so durchgespielt. Ich bin mit 45 Punkten guter Fünfter geworden. Und wer hat gewonnen? Naja, gewonnen ist übertrieben. Er hat das Feld deklassiert. Sibyl Quick hatte 110 Punkte, war weit vor allen. Er hat so 25, 30 Partien etwa gespielt, zwei verloren, eine gegen mich, ja. War eine tolle Veranstaltung. Es gab dann auch noch ein paar kleinere Preise, die der Schachtherapeut gestiftet hatte. Ein paar Bücher und Aufkleber. Da hatte ich kein Glück. Aber hier, das war doch eine schöne Sache. Da freue ich mich. Und ich denke, es war eine nette Partie, die man sich hier angucken kann. Es grüßt euch. Abquark.